Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Aufnahme von Crash Landing. So, als allererstes müssen wir hier mal schauen, ob wir die Musik aus haben. Jawohl. Passt, dass das Ganze nicht so laut ist. Wir haben uns das letzte Mal mit Ruhm bekleckert. Haben wir leider feststellen müssen. Indem wir uns verabschiedet haben von unserem ersten Original. Und jetzt mit unserem Klon weiterspielen müssen. So, während der eine Klon dann noch fleißig vor sich hin wurstet, habe ich eigentlich schon das zweite Camel-Dingsbums da gebaut. Schauen wir mal schnell nach. Wenn nein, ist das ein idealer Zeitpunkt, weil wir das ja sowieso machen müssen. Ich glaube hier. Perfekt. Dann bauen wir das gleich. Ein Kamel fürs Kamel. Camel. Hier sollten wir alles haben. Du warst ja fleißig, nicht wahr? Ja. So, da brauchen wir gleich welche zum Auffüllen. Machen wir das mal schnell. Ja, was ist passiert? Jede Menge. Nachdem ich ja die letzten Wochen Stress hatte mit Internet und dieses und jenes und bla bla. Hau mich blau. Habe es jetzt doch tatsächlich geschafft, mit dem Mittelfußknochen zu brechen. Läuft bei mir. Da bin ich so richtig froh drüber. Da geht bei mir so richtig das Herz auf. Ja, es kann sein, dass ich ein bisschen rumhampel nebenbei, weil ich den Fuß immer ein bisschen umlegen muss, weil es doch sehr unangenehm ist. Aber wird schon. So, gehen wir wieder zurück zum Spiel. Wir haben es letztes Mal geschafft, uns wirklich wieder letzte Volldepp anzustellen. Das müssen wir jetzt wieder ausbügeln, indem wir unseren Shit wiederholen. Aber das will ich erst machen, wenn dieser junge Mann hier, der Klon vom Klon, fertig ist. In der Zwischenzeit, ich will eigentlich noch nicht mal Werkzeug holen. Riskieren wir das. Oh, das ist so. Das sollten wir wirklich abwarten. Das hilft alles nichts. In der Zwischenzeit könnten wir uns vielleicht überlegen, ob wir noch was anderes craften. Und zwar sollten wir mal ganz dringend den Shit hier fertig machen. Grindstone und Wooden Crank. Bauen wir das halt mal. Grindstone und Wooden Crank. Was brauchen wir da? Stone, Stone, Stone. Das sollten wir vielleicht mit Glück sogar alles haben. Ja. 1, 2, 3. 1, 2. Quarz haben wir da draußen und das Holzdingensbummens, was auch immer das sein soll, müssen wir halt noch schnell zusammenschustern mit dem Zeug. Nehmen wir mal, was brauchen wir da? Sticks, haben wir noch 4 Sticks? Ich glaube, wir haben sogar noch 4 Sticks. Das waren vorhin nur 3, aber ich glaube, wir haben noch... Ah, ja. Uhuhuhu. Das kriegen wir sogar alles hin, ist das geil. Ja, hallo, aber da fehlt uns jetzt leider was. Das ist uns jetzt aber egal, denn wir klöppeln uns hier jetzt das Holz raus. Da haben wir schon. Gut, soll das Laub sich selber entfernen? Das ist okay. Obwohl, bleibt sogar noch eins da. Das dürfte sich alles jetzt ausgehen. So, haben wir. Ich bin ein Volldepp manchmal. Das ist nicht zu überbieten. So, jetzt haben wir. Das hauen wir hier mal zum... Bitteschön. So, das Cranky Crank, das können wir daher bauen. Passt. Und das Dingensbummens können wir da drauf hauen. Ich hoffe, das hat sie automatisch automatisiert. Mick, think up. Gut, wir brauchen jetzt Iron. Ich sehe schon. Nickel.
Ja. Ich hoffe, den haben wir jetzt nicht verloren. Nee, sehr schön. Ja. Okay, jetzt können wir los. Schauen wir mal schnell Tageslicht. Das dürfte aber eigentlich wurscht sein. Denn wir können ja da unten übernachten. Jetzt holen wir ganz dringend unseren Shit, unseren verkackten. Und da fliegen wir mit erfrischend fröhlicher Musik hinüber. Um darüber hinwegzutäuschen, dass wir uns angestellt haben. Das war nicht ich, das war irgendjemand anderes. Oh, da muss ich übrigens hier dann noch Licht machen. Apropos Licht. Und ab geht's. Mir jetzt wurscht, wie viel Wasser ich da... Das ist mir alles jetzt wurscht. Ich will nur meinen Grabstein, sofern noch vorhanden. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel das handhabt. Ne? Musik wird immer lustiger. Könnte jetzt ein schlechtes Zeichen sein. So, Tritra, trullala, er fährt jetzt hin und stirbt nochmal. Tritra. Oh, wie. Nicht witzig. So. Ach du heilige Axt. In letzter Zeit, ich muss ja ehrlich sein. In letzter Zeit, Prost, jetzt erstmal einen Schluck nehmen. Ah, es geht doch nichts über einen frisch gepressten, was heißt frisch gepresst, über einen Naturtrüben-Apfelsaft. Mm. Habe ich leider weniger die Spiele gespielt, die ich eigentlich hier zum Aufnehmen mache, sondern habe es wieder mal geschafft, in Path of Exile hängen zu bleiben. Manchmal habe ich das so an mir. Und die Liga ist jetzt Gott sei Dank bald aus. So, jetzt ist nur die Frage, wo bin ich verreckt? Sollte es da noch normal nicht so ein Ding geben? Ne? Sag schon. So ein Punkt. Last Death oder so. Gibt es anscheinend nicht. Okay. Dann müssen wir das jetzt irgendwie finden. War das hier? Nee, da war es nicht. Dann war es da drüben. Dum 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 dum, der Depp sucht seinen Kadaver. Da war es aber auch nicht. Verschwindet es vielleicht? Puh, war das vielleicht da drüben? Ach du heilige Scheiße, laufe ich wirklich rum wie der letzte Volldepp und such den Scheiß. Da bin ich dann noch rauf und zurück, da war's. Panik macht sich breit, da muss jetzt. Wieso baut er das nicht ab? Komm, bau doch ab. Oh. Ja, jetzt, wo ich weggehe, ist das dein Ernst? Ich hab dich schon gehört, du Arsch. Von wo ist der wirklich gekommen? Damals. So, jetzt muss ich kurz ein bisschen Ressourcen schauen, dass ich noch mehr aufheben kann. Der ist mir wirklich komplett egal. Der ist mir scheißegal. Rottenflasche ist mir scheißegal. Da kannst du dir sicher sein, dass ich den zumache. So, jetzt habe ich glaube ich wieder alles und jetzt ab nach Hause. Erstmal die Wunden lecken, aber was ich vielleicht noch machen könnte. Den Spawner da zusammennägern. Da ist schon wieder irgendwo ein Skelett. Thank you.
Das ist ja sehr geiler Shit drin, aber egal. Gut, das haben wir schon. Ja, unser Zeug wieder. Ach, das macht mich doch schon halb froh. Jetzt gehen wir nach Hause, unsere Wunden lecken. Und bereiten dann die nächste Schandtat vor. Wow, ohne Klon wäre das Spiel vorbei. Gut zu wissen. Gut zu wissen, ne? Aber da sieht man mal, wie wichtig das ist, das Ding zu haben. Die Level sind mir alle scheißegal. Die kriege ich nachher wieder, wenn ich meinen Monster-Spawner baue. Oder meine Monster-Farm. Das kriege ich alles wieder. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber die Items teilweise, das wäre unter Umständen nervig geworden, die zu kriegen. Ah, das ist so krass, wenn du deinen Fuß irgendwie hochlegst. Das Einschlafen vom Fuß. Und wie es dann wehtun kann. Also ich bin Mensch, ich hasse es, meine Füße hochzulegen. Aber ich soll ja jetzt meinen Fuß schonen, weil es ist ja kaputt, was nicht kaputt sein darf. Legen Sie mal schön Ihr Bein hoch, so viel schonen wie nur irgendwie möglich. Und dann stehst du da mit der Krücke vorm UKH. Du bist eigentlich nur hin, weil ja, Krankenbestätigung brauchst du eigentlich. Gehst du mit sowas raus wieder? Mann, Mann, Mann. Aber hat hier jetzt erstmal nichts zu suchen. So! Das heißt, wir haben ein paar Kisten. Die Kisten werden wir. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Mod auch geht. Ich glaube nicht. Ah, doch, geht sogar. Weil manchmal konnte man das nicht übereinander stellen. Dann ging die untere Kiste nicht mehr auf. Wow. So, wir haben jetzt quasi, hat das schon irgendwie erledigt hier? Du brauchst zwei voll aufgeladene, gell? Ja. So, dann werden wir uns hier jetzt mal ein bisschen Eisen rausgrabbeln. Ich glaube, ich hatte da zwar noch irgendwo welche drin, kann das sein? Ja. Dann werden wir die jetzt gleich mal brennen. Was ist denn das überhaupt? Air-Kanister. Könnte vielleicht doch geiler gewesen sein als gedacht, was ich da drin hatte. Als allererstes werden wir mal wieder den Schrott. Packen wir mal hier rein. Vielleicht brauchen wir es ja doch irgendwann. Schrott ist das jetzt zwar kein, aber Wurst. Ihr wisst, was ich meine. Die habe ich noch hier drin. Propulsion-Planzider. Was auch immer das ist. So, wir brauchen gleich wieder Essen. Da können wir aber die noch reinmümmeln. Die können wir gleich reinmümmeln. Und dann müssen wir mal unten neue sortieren. Können wir erstmal liegen. Meine neue Liegenschaft. Ach, müsst jetzt die Nebengeräusche verzeihen, aber. Ich versuche da immer schön brav meinen Fuß so hinzulegen, dass er nicht wehtut. Er neigt aber immer dazu, weh zu tun nach einer gewissen Zeit. So, wir mümmeln jetzt erstmal den Reiskracker. 5, 6. 6 mal gegessen. Elektrum. Ja, wurscht. So, Leitern. Brennen Leitern? Brenne nicht. Wäre witzig gewesen. Gut, dann presst du mal durch. Das Leder hatte ich da rein. Ja, müsst ihr mir jetzt leider ein bisschen beim Ordnen zuschauen. Compressed Iron. Packen wir jetzt erstmal alles da rein. Komm, hauen wir auch da rein. Wir haben wieder unser Buch zurück. Dann können wir das wieder da reinlegen. Das können wir da reinlegen. Der ist fertig, wunderbar. Und wir müssen jetzt leider erstmal das erste Eisen hierfür nehmen. Das Wichtigste, ich muss das Ding wieder auffüllen.
mit Wasser. Weil das ist mir schon wieder zu leer. Zu leer leer. Vor allem, wenn ich jetzt zwei komplette solche Kanister voll machen muss. Da will ich jetzt mein sträflich vernachlässigtes Wasserherstellungsgerät wieder auffüllen. Muss ich mal schauen, ob es dann auch hier so einen Stone Harvester gibt. Und das wäre ja genial, wenn man sich da nicht mehr drum kümmern müsste und das alles selber aufgebaut wird. Er wird aber, glaube ich, etwas simpler gebaut oder etwas anders gebaut als in den anderen Mods, falls sofern vorhanden. Irgendwas war da, glaube ich. Aber da ich inzwischen so viele Mods gespielt habe, verwechsel ich die auch sehr gerne. Derwegen müsst ihr mir verzeihen, wenn das nicht so ist, wie ist. Ich bin ein vergesslicher Mensch manchmal, was solche Sachen angeht. Gut. Questbuch kommt noch da hinten. So, so. Das schaut doch gut aus. So, dann grabbeln wir noch das Holz, pflanzen die neuen Dinger. Und Haste, jawohl. Haste ist immer gut. Ich meine, ich könnte mir jetzt auch Werkzeug aus Dings bauen, aus Obsidian. Aber ich bin so die Mentalität. Sie haben mir von Anfang an gut gedient, dann halte ich sie auch in Ehren. Man kann sie auch in Ehren halten, wenn man sie an die Wand hängt. Nein. So, du kommst gleich mal da rein, zack. Und jetzt machen wir die Dinger voll, beide. Zack und zack. Dann werden wir da gleich mal Kohle herstellen. So. Denn ich glaube, die Jungs sind zwar beide aufgeladen, aber die brauchen wieder Energie. So, die wursten jetzt vor sich hin, gell? Dann machen wir die mal ein bisschen leerer. Um ein, der ist jetzt richtig voll. Der ist noch nicht ganz voll. Zwei müssten reichen. Um den jetzt auch richtig voll zu machen. Jawohl, jetzt sollte aber die Quest bitte erledigt sein, oder? Ja. Gut, jetzt können wir den einen wieder verwenden, den anderen wegpacken. So als Idiotenreserve. Also das, ihr merkt es, das hat mich schon hart zugesetzt, gell? die Idiotenreserve. So. Das kommt da rein. Das können wir mit unserem Essen jetzt wieder auffüllen. Aber wenn das jetzt gerade, glaube ich, keinen Sinn ergeben hat, was ich da gebrabbelt habe. Aber damit dürften wir zumindest unseren Reis, ne? Unseren Reis wieder resettet haben. So, schauen wir mal. Null. Null, wo sind denn die? Wo sind denn die? Hallo? Not eaten recently. Habe ich keinen Reis mehr. Stock. Ich habe anscheinend keinen Reis mehr. Oh, Eckel, ich habe keinen Reis mehr. So, während meiner Abwesenheit ist hier fleißig gewachsen. Karotten en masse. Oh. Und ein bisschen Reis. Sehr schön. Mit dem Reis können wir gleich wieder unsere Reissuppe machen. Die dürfte jetzt fertig sein. Was heißt fertig? Also die dürfte jetzt resettet sein. Und mit der können wir dann den Ausflug starten. Hoffe ich doch mal. Ja, 1, 2, 3. Zack und ja. Das machen wir auch gleich. So.
So, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir nicht, denn das packen wir gleich raus. Die packen wir gleich da rein. Jetzt schaut nämlich das Ganze wieder viel freundlicher aus. Halb voll, da lässt sich's mit leben. Das sind 8 Flaschen wahrscheinlich. 8, 16, 2. Ja, easy. Easy. Dann packen wir ein bisschen Wasser noch ein. Sehr schön. Das Eisen lassen wir hier. Ich weiß gar nicht, für was habe ich das jetzt eigentlich noch gebaut? Ich bin so vergesslich. So. Ah, ich weiß schon wieder. Du kannst da bleiben. Die Nox brauche ich. Die brauche ich vor allen Dingen oben. Ihr könnt da bleiben. So viel habe ich nämlich dann da gar nicht mehr. Du kannst da bleiben. Dich brauche ich vielleicht. So. Das schaut auch gut aus. 37, da merkt man mal, was diese Kopfbedeckung hier ausmacht. Das füllen wir gleich auf. Ich fliege jetzt dann runter. Aus dem einfachen Grund, ich kann unten eh pennen. Und das werden wir nämlich auch machen. So, Noxis. Das soll schön ausschauen. Da sollte ich vielleicht nicht beide mitnehmen. Denn ich brauche die Idiotenreserve. Und dann können wir den zweiten Schirm da gleich einpacken. Jetzt muss ich dann leider nochmal nach oben laufen. Ja. Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben. So, das Dortmund-Spiel. Ah, das war ja ein witziges Spiel gegen Warschau. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt ausgegangen ist. 8-4, 7-5, irgendwie so. Ah, ich kann es euch sagen. Witzige Partie. Irgendwie, ja. Okay, absolut untypisch. Ich meine, man muss dazu sagen, Warschau hat ja auch gegen Barcelona, nee, gegen Madrid 3-3 gespielt. Also, ja. 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 Voll irgendwie von der Rolle, die Partie, keine Ahnung. Hat man nicht oft gesehen, solche Spiele. Das ist so wie... Lass uns mal Fußball spielen, aber es darf keiner angegriffen werden. Wer einen Ball hat, darf halt mal spielen und versuchen, das Tor zu schießen. Ja, und dadurch ist dann das Ergebnis zustande gekommen. Ja, witzig. So. Ja, halt, wir müssen resetten. Gut, dass die Sonne gerade so tief steht. Manche mögen das auch Cheaten nennen. Ich nenne es einfach die Nacht durchpennen. So, nach oben und eine Runde schlafen. Ich träumte von einer Welt, in der 1000 Türme stehen, mit komischen Buchstaben und Zahlen. Na, also wenn das nicht Nacht ist, was ist denn das dann? Jetzt. So, wie war das? Probieren wir da nochmal unser schwachsinniges Glück. Ich will nur checken, ob da mir oben wirklich nichts aufs Hirn fallen kann. Nee. So, dann werden wir da innen mal ausleuchten. Den Humbug. So, haben wir.
spawnen sie schon. Kommt der da raus? Ich hoffe nicht. Oh. Oh, Schweinebär. Tun wir die mal ganz dringend. Die müssen wir in unser Sieb raustun. Nur das macht er nichts. Da schreist er, gell? Das hat dir nicht gefallen. Haben wir da jetzt eigentlich ein Nook, ein Nock gesetzt? Ja, nein, vielleicht. Das dürfte jetzt viel rausgenommen haben. Aber wir machen das gleiche noch auf der anderen Seite. Mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil ich will nicht schon wieder sterben. Und ich habe natürlich immer noch nicht geschaut. Das ist ja wirklich... Wie es weitergeht, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge von Crash Landing. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, Tipps und Tricks wie immer in die Kommentare und ehrlich gemeinte Abos sind bei mir auch gern gesehen. In diesem Sinne einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht, haut da rein. Tschüssili!